Kunden sind sehr begeistert. Ich habe nur strahlende Gesichter gesehen. Wir haben so eine breite Modellpalette, dass diese Autos nicht ständig bei jedem Händler vor Ort sein können. Und es gibt eben Interessenten für alle Modelle, flächendeckend in Deutschland. Und deswegen haben wir gesagt, wir kommen jetzt in die Nähe des Kunden und lassen die Kunden fahren. Wir emotionalisieren die Leute recht stark, würde ich sagen. Das liegt natürlich auch gerade an dem Produkt. Das Fahren mit diesen Autos macht einfach unheimlich Spaß. Und wenn man dann geführt schöne Strecke fahren kann, ich denke, es gibt wenige, denen das, die das nicht mitreißt. Ja, mehr kann man eigentlich nicht sagen. Spaß. Schönes Wetter ist da. Eigentlich gucken, Fahrzeuge kennenlernen. Man weiß, was man haben möchte. Aber den Wagen mal fahren und mal gucken, was rüberkommt. Interessante Autos, interessante Ausstattung, interessante Verarbeitung und Feierlicht. Ein Wolf im Schafspelz, Understatement, einfach so, hat Klasse. So, ich mag es. Dem Auto fällt man überall positiv auf, nicht negativ. Viele kennen mittlerweile die Marke, einfach weil wir sie schon Jahrzehnte vertreiben und auch in vielen Testberichten mittlerweile sehr positiv über Alpina gesprochen wird. Und ich dachte, das Fahrvergnügen ist halt sehr schön und das Understatement bei dem Auto gefällt mir persönlich halt auch. So ein Event bringt uns viel, weil wenn man die Kunden ins Auto setzt, dann sind die sofort infiziert, finde ich. Und das hat man ja auch bei den Kunden gemerkt. Das war echt beeindruckend. Dankeschön.